Ja, Mahlzeit, meine Freunde. Es gibt eine kleine Änderung bei unserem WoW-Privatserver Let's Play. Wir haben den Server gewechselt. Wir spielen nicht mehr auf Rising Gods, wir spielen bei WoW Freaks. Weil wir da einfach MOP spielen können. Mit Haustierkämpfen, da stehe ich voll drauf. Man kann auf der Seite eigene Raids einstellen, so 15 mal XP und so. Ich habe jetzt mal eingestellt XP mal 2, reicht ja vollkommen. Und ansonsten alles auf den kleinsten Wert. Ja, halt XP ist jetzt das Einzige, was ein bisschen erhöht ist. Ansonsten alles auf den kleinstmöglichen Wert, damit wir da nicht volle Möhre direkt 2 Kills Level 50 sind, so, weißt du, ne? Ich hatte gerade schon einen hier erstellt und bin mal so ein bisschen rumgelaufen. Und ja, nicht mit dem hier, sondern mit einem anderen, auch ein bisschen anders genannt. Und ja, da hat uns direkt jemand erkannt. Total behämmert eigentlich auf diesem Server. Aber, weil ich hatte das mit A geschrieben, also die bei Gaming das A mit einer 4. Und dann hat mich jemand angeschrieben. Total geil. Ja, würde ich sagen, starten wir da jetzt einfach mal völlig rein und gucken, was abgeht. Der große Kataklysmus hat mehr zerschmettert als nur die Welt. Kriegshäuptling Thrall, der wohl mächtigste unter allen lebenden Schamanen, hat sein Volk hinter sich gelassen, um den Kataklysmus im Keim zu ersticken. Doch in seiner Abwesenheit ist der orkische Champion Garrosh Hüllschrei zum neuen Kriegshäuptling der Horde aufgestiegen. Respektiert von den Orks wegen seiner siegreichen Schlachten gegen den Lichtkönig, treibt sein gewagter Führungsstil doch allmählich einen Keil zwischen ihn und die restlichen Führer der Horde. Da Durotars natürliche Rohstoffe nahezu erschöpft sind, will Garrosh sich nehmen, was sein Volk zum Überleben braucht. Ganz gleich, wer sich ihm in den Weg stellt. Eine gefährliche neue Ära hat für die Horde begonnen. Und es ist an mutigen Orks wie euch, Garroshs Willen durchzusetzen und die Herrschaft der Orks zu sichern. Und damit nochmal willkommen. So, ich habe das Ganze auch gerade dann schon mal auf Deutsch gestellt. Oh ja, und hier die komischen Dinger ploppen da halt andauernd auf. Falls irgendjemand weiß, wie ich das Ding ausstellen kann, keine Ahnung. Interface. Schnelles Plündern auf jeden Fall. Aktionsleiste, zack, zack, zack. Leiste immer anzeigen. Okay, das muss einfach sein. Das noch da, das noch da, das noch da, das noch da. Oh ja, musste ich mal ganz kurz niesen. So. Ja, so hat alles hier. Warte mal hier. Einhandwaffen und Schilden. Ja, wow, lohnt sich ja für uns richtig. So, was haben wir denn hier? Ja, den Standardkram. Geil. Oh, nice. Und ein Goldschirm, das ist natürlich sehr cool. Raus damit. Kraft. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auf jeden Fall hier jetzt mal mit den Quests an. Sonst noch irgendjemand ein Quest? Was wir so direkt mitnehmen können. Und ich freue mich schon richtig auf die Pet-Battle-Dinger. Da habe ich halt einfach schon richtig Bock drauf. So, da, das packen wir mal nach da. Den Arkanenschuss nach da. Zumbala lädt euch in die Gilde ein. Würde ich sagen, nehmen wir einfach mal an, ne?
Okay. Ah, nice, Pet Battle. Ach, geht da nicht, ich bin ein Vogel, ich habe ja noch gar keine. Helfen. Ja, locker. So. Schieß die einfach mal alle an und so. So, genug davon haben wir auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. So. Oh. Gehen wir direkt mal das Quest ab. Lokta! Ja, locker Leder, ey. Da. Ja, annehmen. Annehmen. Da. Er hat auch noch ein Quest für uns. Lokta. Level 4. Möge eure Klinge Okay. niemals stumpf sein. Und ich würde sagen, wir nehmen erstmal einfach alles an. Was braucht ihr? Okay, Seid Kaktusäpfel. sicher. Lukta! Weg, 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 weg. So. Oh. Ihr Hier irgendwas? Ach, da steht er. Thrall Hall. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Wie viel haben wir denn jetzt hier alles zu tun? Der Nordwachen-Scout? Den Schuss, Peons, Äpfel, ja und weit weg. So, hier war noch irgendwo die Puppen da. Danke. Warum ist hier von Nachricht von Exumod? Das ist ein Exumod. Ascorbic Acid, ja, das ist der Typ. Hey, my German friend, nice to see you on this server now. I hope you have fun here. Oh, geil! Thanks, mate. Und weg damit. Löschen. So. Das ist natürlich sehr fett. Ja gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal hier auf den Weg zu den Quests. Das ist geil. Ernsthaft eine Tasche aufgesammelt? Ja, cool. Komischen Apple-Kiste. Da oben haben wir welche. Holen wir
wir uns auf jeden Fall jetzt hier oben mal noch Apple gönnen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, läuft. Er hatte nix. Okay. Na, er pennt gerade gar nicht, das ist natürlich doof. Sagen, wir hauen auf jeden Fall, während wir hier unterwegs sind, noch ein paar von den Mopeds hier. Ja, Apple. Was? Ach, der da hinten pennt. Aufsteh, du faule Sau. So, da Apfel, ja. Noch ein Apfel, jetzt haben wir schon 4. Das ist natürlich sehr nice. Das ist geil. Dass man hier direkt die Dinger zusammen hat, ist natürlich sehr geil. Es sind jetzt hier nicht so die Nonplusultra-Taschen, hier 6er-Dinger, ne? Aber gerade für den Anfang ist es völlig cool. Nein, ohne Scheiß jetzt, gerade für den Anfang ist das voll geil. Auch wenn es hier nicht die besten Taschen der Welt sind, aber gerade so, ne? Ist das am Anfang auf jeden Fall mal eine richtig coole Sache. Kommen wir auf jeden Fall nicht sofort in Bedrängnis, dass wir nicht, keinen Platz mehr haben, so, ne? So, aber bevor wir jetzt hier die 1000-Kill-Marke von den Viechern erreichen, würde ich sagen, gehen wir erstmal jetzt noch die restlichen Äpfel suchen und die restlichen Peons. Wäre ganz gut, wenn wir die auch fertig kriegen. So. Oh, der Bogen sieht doch geil aus. Batz. Scheiße, den Bogen finde ich nice. Haare? Ah, Hase ist wahrscheinlich von der Übersetzung her ein bisschen doof gelaufen. Aber egal. Ob da jetzt steht Hase oder Haare, ist mir eigentlich Wumpe. Da kann ich mit leben. Edda wird dann wahrscheinlich der Otter sein. Ich freue mich so ekelhaft auf die verkackten Haustierkämpfe. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da habe ich richtig Bock drauf. So, da jetzt gleich abgeben. Da müssen wir raus. Und dann gehen wir gleich noch nach da oben. Thralls. Tazrils Axt. Ach, das Ding wieder. Okay. Das haben wir ja auf dem anderen auch gemacht. Warum wird dann angezeigt, dass dein Quest fertig ist? Ja, Leder ist ja wohl klar. Dann können wir da noch eins abgeben. Erstmal anziehen. Was braucht ihr? Auf jeden Fall erstmal umziehen. Kann ja nicht schaden.
Und die andere Buchse auch noch. So, zap, 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 zap. Raus damit! Hast du hier nix? Ihr und du so? Doch etwas. Oh, nix. Okay. Was ist das? Ja, Crispin. Oh, nice. Stufe 5. Sehr schön. Raus damit. Ja, ja, Crispin. Oh, die können wir direkt wieder verkaufen. So, da müssen wir noch Skorpione töten. Okay, machen wir das mal. Weil wir für die ja eigentlich jetzt auch schon wieder zu hoch sind, aber egal. Was hat er denn hier an? Betrachten. Boah, nicht schlecht. Also ist das wohl so gang und gäbe, dass man hier einmal so ein richtig nices Dingen kriegt. So, irgendwo hier müssen gleich Skorpione sein. Ich glaube da vorne. Gehe ich mal von aus, dass da welche rumtouren. Vielleicht ist hier vorne auch der Typ noch mit dem Quest, wo wir da oben den Chef da umnieten müssen. Ist natürlich jetzt gerade schon ein bisschen übertrieben so, ne? Aber egal. Stell ich mir vor, ich hätte die Levelrate auf was weiß ich wie viel gestellt, dann wäre ja noch schlimmer. Na gut, da hatten wir nämlich noch keinen von. Okay. Dann können wir mit dem denn nicht reden? Hm. Ich dachte, das würde funktionieren. Egal. Dann laufen wir jetzt erst einmal schnell hier hoch und holen uns da die Hacke. Und wahrscheinlich kriegen wir danach dann das Quest, wo wir die da oben weghauen müssen. Oder hier die... Wer weiß, wer weiß... Noch eine Tasche. Das ist natürlich cool. Jetzt haben wir alle Farben einmal durch. So, wo haben wir denn jetzt hier? Da vorne haben wir den Eingang. Okay. Attacke! Boah, ist das dunkel hier. Ist euch dunkel hier? Die Hacke hatten wir doch hier lang, oder? Weiß das gar nicht mehr auswendig. Oder war die Hacke nicht hier? Anscheinend nicht. Alles Crap. Wo haben wir denn die Hacke? So eine Kacke. Oben leuchtet was. Wäre ich normal gelaufen, so wie ich sonst auch immer reingelaufen bin, wären wir eher fertig gewesen. Na toll. Egal. Oh, bringen wir jetzt auf jeden Fall noch eben schnell die beiden Quests weg und dann wartet auch schon wieder für die erste Folge.
Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich jetzt hier mal den Server gewechselt habe. Aber hier kann man definitiv mehr erleben. Definitiv. So, und jetzt bin ich einfach mal Arschloch. Benutzen wir hier mal Schmackofatz den Rückruf. Wahrscheinlich wären wir beim Laufen schneller gewesen. Aber das ist ja egal. Drei Quests, ich habe da nur zwei. Und Ehre. Weiter. 8, 7. Ah, der da. Ziehet in Ehre. Mokra. Vorwärts zum Sieg. Wohl. Hier haben wir noch einen gewetzt. Hallo. Weiter keine Willi auf. Auf dann. Ah, okay, das ist der, der da so aufs Maul gekriegt hat. Schön, jetzt müssen wir hier oben die Family Affairs da töten. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Haut da rein, ciao, ciao.